Etwa 1 Million Menschen in Deutschland leiden an einer chronischen Wunde. Solche Wunden oder Wundheilungsstörungen können an jeder Körperstelle auftreten, besonders häufig ist aber der Unterschenkel betroffen. Eine chronische Wunde ist ein Substanzdefekt der Haut, der länger als 8 Wochen anhält. Es gibt aber auch einige Grunderkrankungen, die zu einer Wunde führen können, welche dann sofort als chronisch angesehen wird und dementsprechend als solche behandelt werden muss. Hierzu zählen die chronische Venenschwäche der Beinvenen, arterielle Durchblutungsstörungen in den Beinen, das sogenannte diabetische Fußsyndrom und die druckbedingte Wunde der Dekubitus. Wenn wir uns verletzen oder durch einen operativen Eingriff eine Wunde entsteht, so durchläuft diese verschiedene Wundheilungsphasen auf ihrem Weg zur Heilung. Zu Beginn werden Selbstreinigungskräfte aktiv und eiweißspaltende Enzyme befreien die Wunde von Schmutz und abgestorbenem Gewebe. Nach dieser Reinigungsphase beginnt der Gewebsaufbau zunächst von unten nach oben im Rahmen der sogenannten Granulation und mit Einsprossen neuer Gefäße, sowie dann in der letzten Phase der horizontale Hautschluss, die sogenannte Epithelisierungsphase. Bei einer chronischen Wunde kann es passieren, dass sie in einer dieser Wundheilungsphasen stecken bleibt, zum Beispiel durch eine bakterielle Besiedelung der Wunde. Hierdurch kann es zu Verzögerungen in der Wundheilung kommen. Erkrankungen wie Diabetes, eine Herzinsuffizienz oder Nierenschwäche können ebenfalls die Wundheilung verzögern und dazu führen, dass eine akute Wunde zu einer chronischen Wunde wird. Neben den bereits erwähnten Gefäßerkrankungen können auch andere dermatologische Erkrankungen sich mit dem Symptom Wunde äußern. Es gilt daher, die Ursache einer Wunde möglichst früh abzuklären. Hierzu werden dem Patienten gezielte Fragen zur Entstehung der Wunde, zur Dynamik der Erkrankung und zu seinen Begleiterkrankungen gestellt. Danach stehen verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung. So kann zum Beispiel mittels Ultraschall der Gefäßstatus abgeklärt werden. In manchen Fällen ist eine Gewebeprobe und mikroskopische Untersuchung notwendig, um die genaue Diagnose stellen zu können. Wenn die genaue Ursache der Wunde bekannt ist, kann eine zielgerichtete Therapie eingeleitet werden. Diese kann ganz unterschiedlich aussehen und richtet sich nach der zugrunde liegenden Erkrankung. So kann es bei einer Venenschwäche notwendig sein, die geschwächte Venenfunktion mithilfe von sogenannten Kompressionsverbänden wiederherzustellen. Helfen kann auch ein druckentlastendes Schuhwerk. Zusätzlich steht eine Vielzahl von verschiedenen Wundauflagen auf dem Markt zur Verfügung. Chronische Wunden können auch im Rahmen von immunologisch bedingten Hauterkrankungen auftreten. Eine besondere Form ist hier das sogenannte Pyodermagangrenosum. Es kann anhand bestimmter klinischer Merkmale festgestellt werden und entwickelt sich häufig sehr schnell. Im Gegensatz zu den gefäßbedingten Wunden ist hier eine Therapie notwendig, die die überschießende Immunreaktion kontrollieren kann. Im Deutschen Zentrum für Immuntherapie können wir hierfür verschiedene medikamentöse Behandlungsmethoden anbieten. Im Wundzentrum der Hautklinik versorgen wir viele verschiedene Wunden unterschiedlicher Ursache. Wir versuchen daher, möglichst schnell dem eigentlichen Auslöser der Wunde auf den Grund zu gehen. Damit können wir dann eine zielgerichtete Therapie einleiten. Zur Versorgung der chronischen Wunde stehen uns dabei viele verschiedene Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Wir bieten außerdem an, im Rahmen von klinischen Studien Zugang zu neuen Therapiemöglichkeiten zu erhalten. Wenn Sie Fragen zum Thema chronische Wunde haben, erreichen Sie uns telefonisch oder per E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der Hautklinik.